Und welcome back. Yeah. Es ist Freitag, es ist Nachmittag. Nein, Mittag. Es ist Nachmittag. Mittag! Mittag bis 12 Uhr. Hello! Und welcome back to Authentic Bros. Yes. Heute ein Talk about. Why you take so much maltodextrin after your workout? Fuck, ja. Und für die, die es nicht verstehen, was wohl bei den meisten der Fall sein wird. Das war mein bester Spruch auf Englisch. Wieso wir so viel Maltodextrin nach dem Training einnehmen? So. Tell them. Okay, I tell them it. Auf Deutsch! Ja, warte doch! So. Nach dem Training hat man einen erhöhten Insulinspiegel. Und wenn man eine große Menge an Zucker, beispielsweise Maltodextrin, einfügt. Oder Dextrose oder Maisstärke, aka Vitargo. Yes. Werden so viele Nährstoffe wie möglich in den Muskelzellen gepresst und dadurch, und auch noch ein Vorteil, es wird der Hormon. Spiegel? Nein, Serotonin. Aha. Der Hormon. Ich war gerade woanders. Ja, das Hormon Serotonin. Genau, ich kann das sehr schlecht aussprechen. Wird ausgeschüttet und dadurch leitet ihr schneller die Regeneration ein. Genau, und ihr könnt abends auch, also wer das noch abends trainiert, besser schlafen. Weil man das Serotonin ausgeschüttet hat. Hey, da. Ja. Look here. Look that game. Hier. Ja, das ist der Grund, warum wir so viel Maltodextrin als Post-Workout-Shake nehmen. In der Diät sieht das Ganze dann anders aus. Aber da haben wir noch keine genauen Angaben, da die Makros noch nicht festgelegt sind. Genau, dazu, zu den Makros will ich auch noch was sagen, Leute. Ich bin ja dran, du Stück! Du Stück! Siehst du sie? Fuck, Mann! Ja, also wir müssen uns beeilen, Antonio muss arbeiten gehen. Fuck, Mann. Ja, genau. Zu den Makros. Ihr fragt uns so oft, wie viel, was und so weiter. Erstens, das ist so abhängig von eurer Körpergröße, was ihr tagsüber arbeitet, wie viel ihr euch bewegt und so weiter. Zweitens, auch bei uns, wenn wir... Ja. Schau mich nicht so kack... Hast du das Gefühl, du bist cool mit der Brille auf dem... So. Anständig. Und dann... Mann, du bringst mich immer aus dem Konzept, Mann! Fuck! Und dann auch noch was. Wenn ihr uns fragt, wie sind eure aktuellen Macros, die ändern sich von Zeit zu Zeit und das ist wichtig. Sei es Diät, sei es Aufbau, ihr müsst da Anpassungen vornehmen. Unbedingt. Unbedingt. Fuck, Mann. Sein Kommentar, unbedingt. So, hast du noch ein abschließendes Wort? Nein, amigos, das war's. We wish you a great day. With my... Was ist für Brille? Ah, du sagst mir... Unhöflich und dann ziehst du sie selber an. Ich würde mal so wie du sein. Ja, das so. Wirst du nie sein. Also, adios amigos, wir wünschen euch einen schönen Tag. Peace.